Metal, Leute, Serplin hier. Heute geht's mal um eine Sache, die mich mad einfach nur noch verwirrt, und zwar TikTok-Kinder zünden sich mittlerweile an. Nee, das ist kein Witz. Ich wünschte, ich würde mir das gerade ausdenken. Low-key. So, ich wünschte, das wäre jetzt irgendein miserabelster Witz, den ich hier gerade so aussprechen würde. Aber nein, es gibt wirklich mittlerweile eine TikTok-Challenge, die daraus besteht, dass sich irgendwelche random TikTok-Kinder anzünden. Anzünden! Nicht irgendwie normale Sachen machen, keine Ahnung, irgendwie, was weiß ich, tanzen oder so eine dumme Scheiße, was so akzeptabel mittlerweile ist. Weiß auch nicht, wie so fick das passiert ist. Nein, sie fucking zünden sich an, ne, straight up anzünden. Es gab jetzt schon mehrere Leute, die dadurch ernsthaftige fucking Verletzungen gezogen haben, aber anscheinend, ja, ist doch cool, ne, toll, ne, man braucht ja unbedingt diesen fucking TikTok-Fame für 15 Minuten. Erstmal seinen fucking Körper anzünden. Ist ja nichts dabei. Kann man ja nichts verlieren. So, wie zum Fick kommen irgendwelche dummen TikTok-Kinder. Ne? Selbst als irgendwie 10-Jähriger hätte man mir gesagt, oh hey, willst du Fame werden, indem du dich anzündest? Dann hätte ich hätte dich ohne seltsam angeschaut. So, ich glaube nicht mal, dass irgendwie so ein fucking 6-Jähriger das irgendwie sinnvoll fände, fucking nochmal sich selbst in Brand zu setzen, um ein bisschen fucking Cloud auf TikTok zu bekommen. So, wie kann man so geistig minder bemittelt sein und denken, oh yeah, voll die intelligente Sache. So, also, ich komme da nicht hinter. Wie kann man so blöd sein und sich einfach fucking nochmal selbst anzünden? Ich verstehe es nicht. Es kommt nicht in mein Hirn rein. Aber hey, ne, was will ich machen? Ich bin auch nur ein random Dude im Internet, der seine fucking Wand anschreit. Aber, naja, danke fürs Zuhören. Ne, denkt dran, bleibt toxisch. Deabonniert mich, disliked mich, und bemüht diese verfickte Glocke und jetzt, ohne von dem Rasen die Hurensöhne. Nö.